So Endcontent von Dark Souls 2 finde ich extrem sexy. Ja, und damit herzlich willkommen zurück. Ja. Ach so, wir sind schon wieder drauf. Gut, wir befinden uns natürlich jetzt auf dem Weg zum zweiten Teil von Dunkler Schlund, Alter Tage. Und wir befinden uns dazu wieder hier in diesem Wald. Im Schattenwald. Im Schattenwald. Bei diesen tollen Kackgegnern. Ich hasse diese Viecher. Nein, die sind total klasse. Ich finde die an Gegnern finde ich die echt cool irgendwie. Ich habe zwar keine Ahnung, weil viele Leute sagen ja, das Spiel hat total die Story, was die jetzt hier zu suchen haben. Vielleicht wohnen die da oder so. Aber ich finde die, also Gegnerdesign technisch finde ich die total klasse. Ich weiß gar nicht, was du dagegen hast. Ich mag die vom Gegner irgendwie nicht. Also die gegen die zu kämpfen irgendwie, weiß ich nicht. Das mag ich nicht. Also so, sonst sind die ja ganz hübsch, ne? Wir müssen nachher mal Pfeile kaufen. Ja, weiß ich. Ja, halt auch nichts aus, die Kollegen. Das Schwert ist der Hammer. Nein, der Hammer ist ein Werkzeug. Ja, und der Oberhammer ist der Chef in der Werkzeugkiste. Alternativ könnte der Hammer auch eine Waffe sein, aber dies ist ein krummes Großschwert. Ja. Ah, fuck, der zweite ist zu langsam. Oh, oh, oh. Der macht aber ordentlich Schaden. Wir sollten gleich mal eine Menschlichkeit... Oh, toll, toll, toll. Hoffentlich kommt er nicht vorhanden. Versuch auf jeden Fall mal eben eine Humanity zu nehmen, sonst... Wie soll ich denn jetzt noch eine Humanity nehmen, wenn mir da hier... Ich muss erstmal diesen hier loswerden. Sonst kriege ich Probleme. Aber das Schwert unterbricht die nicht, das ist scheiße. So, jetzt kann ich überlegen, eine Humanity zu nehmen. Ja, baldig. Ja, baldig. Ja, immer mit der Ruhe. Nein, jetzt mal ein bisschen Stress und Spannung aufbauen. Bleib mal trocken im Schlüppi, ja? So. Aber jetzt suchen wir uns den Kollegen. Ja klar, der kriegt jetzt unser neues Speer zu spüren. Ja, vielleicht, wenn es klappt. Der Nachteil an diesem Schwert ist natürlich fürs PvP, wir sind irgendwie, glaube ich, langsamer als vorher. Das ist egal. Ja. Dafür hauen wir ordentlich drauf. Also, warum was wir an Schaden machen, ist schon hardcore. Ich weiß auch nicht, warum du dir jetzt den Gegner... Hey, das war nett ange... Was willst du denn? Peitschen, Alter. Was bist du denn für eine Pussy, ey? Ja, guck dir an, wie wir den Gegner umgenutzt haben. Und weißt du, was mit dir passiert? Genau dasselbe. Was machst du? Alter, du hast... Mach mal... Guck, dass du wegkommst und mach mal schwere Attacke von dem Schwert. Ach so, das ist eine geile Sache, ja. Das ist clever. Da kannst du es ja mal gegen machen. Ja, aber... Das ist gut. Ja, das hat eigentlich ganz gut... Oh, die Peitschen sind aber auch so böse. Ja. Du solltest dich gleich heilen. Und er macht auch irgendwie Finsterschaden oder irgendwie sowas. Das geht auf jeden Fall durch Schild. Blitz, das war Blitz. Ja, okay, akzeptieren wir auch. Also, nein, akzeptieren wir nicht, aber müssen wir mit leben. Scheiße, ich dachte, ich kann... Ich will euch wechseln, ja. Mensch... Du, ich komm jetzt PvP nicht. Immer, ey. Ja, das war... Den hätten wir auf jeden Fall gewinnen müssen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja doch, mit dem Schwert auf jeden Fall. Das Schwert ist so gesehen dafür zu langsam. Das hat damit nichts zu tun. Also, schön auf Abstand, dann kannst du den umbauen. Ja, wenn er auf dem Boden liegt... Ja, dann kannst du keinen Schaden machen. Das ist scheißegal, aber dann wird der eben wieder umgeschmissen. Ist doch, doch super geil. Ja, ist ja okay. Aber den Reparaturpulver haben wir auch, jetzt wo es mir angezeigt wird. Ja, gut. Das heißt, ja. Wenn wir einen schweren Angriff hätten, wenn wir treffen, wohl eher tot gekriegt, als dass das Schwert hinüber gewesen wäre, nehme ich an. Sonst hättest du auch ein Reparaturpulver, braucht doch zu lange, da hätte er dich fertig gemacht. Ja, mein Gott. Ich glaube nicht, dass der... So, auf jeden Fall gucke ich jetzt mal, dass ich deine Seelen hole. Der Kollege kommt ja auch noch. Ja, oder auch nicht. Also den habe ich gerade mit dem Bogen geholt, damit er mir nicht von hinten doof kommt. Ach, der kommt mir nicht doof. Ja, gut. Ach, leck. Ich wusste es. In dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, weißt du? Ja, war eigentlich zu erwarten. Ja, dann darfst du dich mit dem Schwert auch mal ein bisschen austoben. Komm her. Arsch. Komm her. Arsch, komm her, Arsch. Sag mal, was reizt? Das ist KI, künstliche Intelligenz. Schafft es nicht, hinter so einem Ding herzukommen. Was? Ach, leck mich. Das hätte ich dir sagen können, dass der zweite dich trifft, also sein Schloss dich trifft. Komm, wir versuchen der ganze noch einmal. Ja, das ist ja... Ey, du Spaten. Ruhe.
Ja, so ist das. Da kommt er doch. Yay. Da wäre er fast schon weg gewesen. Ja. Ich meine, das wäre auch nicht unser Problem gewesen, aber... Der zweite. Ja, komm. Wieder. Das war dasselbe wie gerade. Ja, Schnauze, Gabi. So. Da lang die Seelen. Ja, ich weiß. Oh, 11.000. Ist schon ganz nett. Das ist ja ganz nett. Ist das? Ist es das? Ja, oder? Ja, ja. Ach Mist. Knapp vorbei ist auch daneben, ne? Da ist er doch hinüber. Das läuft doch wohl. Ja, ne? Jetzt kommt der noch. Ja, und der andere da hinten? Der kommt noch nicht. Doch, die kommen immer zu zweit. Die kriegt man nicht alleine. Und da hoch willst genau, ist dort hinten in der Ecke. Die lassen sich nicht von dem Schlag stören, du musst aufpassen, da geht's runter, ne? Ich wollte ja nur. Nicht, dass du den nachher wieder fluchst. Weißt du, wo ich ein Problem mit habe? Wo dass wir es jedes Mal machen müssen, bevor wir nachher wirklich in die Scheißgebiete reinkommen. Ja, das stimmt. Ja, ja. Da muss ich dir leider recht geben. Das Gebiet, was jetzt kommt, ist blöd. Nein, rechts, 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 rechts. Wenn du da runter springst, kommst du da nicht hin. Wie rechts? Da lang oder was? Nicht umdrehen, ich habe gesagt rechts. Rechts. Da lang. Da durch das kleine Loch müssen wir. Ach so. Von rechts kommt auch noch einer, musst aufpassen, ne? Ich weiß. Das ist der, den wir entsteinert haben. Korrekt. Dafür sind die mir auch zu kacke, muss ich sagen. Ja. Eigentlich sind die nicht so schwer, aber... Nö, sind die auch nicht. Wir machen uns da die Welt im Moment ein bisschen schwerer mit, als es sein müsste. Glaube ich. Ja, glaube ich auch. So, okay, also rechts jetzt in das kleine Loch, ja? Jo. Hier ist das, ne? Jo. Da. Na dann. Nee, da nicht. Wo genau? Da, bei dem Holz. Da in das Loch. Ich sehe es nicht. Da nimmst du das. Und jetzt sitzt der, da ist der Kreisel. Ja, muss der da auch irgendwo sitzen, ne? Da vorne sitzt er. Da ist er. Da. Das hätte mich jetzt auch echt... Das hätte mich jetzt kaputt gemacht, wenn der hier nicht sitzen würde. Ja, definitiv. Seit dem Eid... Ihr seid dem Eid tief ergeben und habt einen Rang erhalten. Ah ja, gut. Das heißt, wir machen da im Grunde genommen auch, wenn wir das im Grunde genommen den Boss töten, müssten wir eigentlich den Eid voll auf vollen Rang kriegen, nehme ich an, oder? Möglich ist das. Ja, das wäre ja dann quasi wieder eine Trophy für einen Rang voll. Nach ja. Klingende Seele. So. Was verkauft ihr eigentlich für Gegenstände? Ich glaube, uncool ist. Nee. Drei Menschenbilder, das ist schon mal. Ist schon mal nicht so ganz so uncool. Und Zauber brauchst du natürlich und Hexereien und sowas, da gibt es ja auch Trophys für, wenn du alle hast. Ja. Ich würde sagen, im New Game Plus machen wir Magier. Zuleveln oder was? Ja. Klar, wir kriegen ja wieder richtig Seelen, ne? Ja. Ach, aber ich muss natürlich erstmal hier die... Menschlichkeit. Gut, spendieren. Aber das ist jetzt eine Stelle, wo ich auch sage, kenne ich nicht. Match will geben. Yes! Und unsere Nachricht wurde bewertet. Was kann das für seinen Freund dran drauf? Match will geben, bitte. Musst du allen sagen, dass ich bei sowas tanze? Mhm. Das wollte ich für mich behalten. Ich sag ja nicht, dass du nackt tanzt. Das verrate ich ja nicht mehr.
Wir sind ja unter uns. Deswegen haben wir keine Facecam, wisst ihr Bescheid? Ja. Es gibt noch andere Gründe, aber hey. Ja, den Valerius will sich auch keiner angucken. Ja, eben. Wir haben eine Facecam, ja, wir stellen sie aber nicht auf. Ja, das stimmt. Eigentlich stimmt es sogar. Ja, ich weiß. Der Camcorder und das Camcorder-Stativ stehen hier am Tisch. Ja. Weißt du, was das Schönste ist? Was denn? Einfach Sachen zu erzählen, was jeder so absurd findet und in Wirklichkeit stimmt es. Das ist einfach großartig und keiner weiß es. So, Filzer ist kurz gesagt, hurra für Freund. Ja, ich hole jetzt niemanden. Kann ich auch nicht, bin nur tot. Ja. Versuch Tränen. Ja, versuche ich immer. Entschuldigung. Ich bin ein Mensch, ich muss mal husten. Nein, so. Ist nicht legitim. Wenigstens sieht es da noch nicht ganz so abgrundtief aus. Naja, okay, ich habe nichts gesagt. Aber ist mehr Höhle als... da kann man sich zumindest mal trauen, zurückzurollen. Und dann hat man wenigstens Wände. Bis dort... Da wird's, obwohl, da, ja, da geradeaus sieht es ziemlich nach Abgrund aus, ne? Mhm. Hey, guck mal hier. Hier sind überall schon Blutflecke. Da geht auf jeden Fall, das geht sogar noch. Ja, da geht noch. Oh, Alter! Ja, gut, aber hier brauchst du auch nicht durchwaschen in dem Gebiet, ne? Also, wer hier anfängt zu rennen, ey, der ist auch nicht anders verdient. Da rechts geht's, da ist Feierabend, ne? Fein. Ja, ja, ich weiß. Ich will nur gucken, Loch. Was da so. Steht. Manchmal ist es ja doch hilfreich. Ich muss schon sagen, da ist mir als Loch-Lead-Designer echt ein Meister weggenommen. Mm. In diesem Gebiet hier. Großartig. Distanzkampf. Ja, wenn der Gegner genauso viel aushält wie dieser Havel-Verschnitt, brauchst du das nicht versuchen, aber da kannst du den... Ist das wieder so ein Havel-Verschnitt? Ja, wa? Nee. Nee. Wir sehen, aber das sind zwei. Ja, das sehe ich. Aber da könntest du ja schon mal was von holen. Der da hinten hatte ich auf jeden Fall schon mal irgendwie gesehen. Weil der irgendwie so in eine komische Pose gegangen ist. Aber ist das ein Haselverschnitt oder ist das keiner? Ah, weiß es nicht. Der da hinten schießt auf jeden Fall mit dem Bogen. Bogen, ja. Deswegen versucht das Kampf. Kannst du die zumindest ranholen. Ich würde den genau den machen. Und jetzt würde ich gucken, dass ich da vielleicht einmal hochkomme an der Seite. Ja, okay, oder auch nicht. Ja, komm, jetzt kriegst du ihn auf jeden Fall. Sauber, sauber. Ah, der lebt noch. Jetzt ist er weg. Jetzt kriegst du auf jeden Fall noch einen Heal rein. Eben gucken, dass ich ein bisschen Abstand und Ruhe gewinne. Ja, naja, moja. Ist Seite gegönnt. Ich hole den Bogenschützen. Ich höre ihn zumindest. Ja, aber ich glaube, du hast da eher so ein Gespenst stehen. Mhm. Ja, der Bogenschütze auch? Ja. Tatsächlich, der kommt auch nach. Ist ja, ach, der hat sich weggerollt, ich denke gerade schon. Das wäre ein cooler Effekt gewesen, ja. Ja, so viel dürfte unser Bogen. Okay, ja. Und der Gespenst, das Gespenst natürlich hinterher, aber der ja. Bogenschütze ist ziemlich mutig. Ja. Na, ja, das Gespenst leider auch! Scheiße, er wurde ganz schön umgenutzt. Ja, das geht aber noch, das hat nicht zu viel Schaden gemacht, sag ich mal. Ganz übertrieben gesagt. Ich glaube, unsere Waffe ist hier eigentlich schon mal ganz gut am Platz. Ich glaube auch. Der wollte sich heilen, der Pimmel. Und tschüss. Pass auf, dass du nicht noch hinterher gehst. Ja. Jetzt. Hey, der war aber... Hallo? Ja, das ist halt ein Mage. Der braucht nicht neben dir stehen. Der kann doch auch anders. Siehst du? Ich wollte mal eben kurz mich heilen. Ja. Hallo? Was du alle willst. Das will aber das Gespenst nicht. Aber das ist ein Mage, der hält aber auch nichts aus. Nee, ich wollte gerade sagen, das ist ja zumindest das Schöne an den Dingern, die halten nichts aus. Haben wir ja vorhin in der anderen Welt gerade schon gesehen, den habe ich ja sozusagen nebenbei mit weggemacht. Ja, jetzt kurz wieder Ruhe gewinnen und nicht wieder nach vorne stürmen. Aber ich habe hier eigentlich jetzt genauso viel Gegner umgelegt wie du eben, ne? Ja, ich glaube, der einzigste. Nee, warte mal. Nee. Du hast jetzt drei gehabt. Links jetzt, wieder Loch, Alter. Du hast jetzt drei gehabt und vorhin hatten wir den Havel, das Gespenst, den anderen und noch einen vierten. Aber weißt du, was ich hier sehe? Ja, das ist doch sexy. Ich habe gerade mich mega erschrocken vor dem... Ja, weil dieses Spiel noch so gefährlich ist, erschreckst du dich auch wirklich noch vor solchen Sachen, weißt du? Wenn das jetzt... Ja, klar. Das ist, pimmelig wäre, ey, dann... Du hast noch das Dings auf. Ja.
Also ich glaube, der vorhin so mega gefährlich war für uns, das war dieser Havel. Der hat nämlich, Vorsicht, Loch. Ist das ein Hebel? Da ist ein Hebel. Der Wahnsinn. Ich habe Angst. Da kommt auf jeden Fall irgendeine Scheiße hoch. Da kommt garantiert irgendeine Scheiße hoch. Wie sagt ihr das? Das ist so sicher. Das ist doch nur ein Aufzug. Okay. Guck mal, das läuft doch souverän. Ja, du, ich habe auf jeden Fall das Feuer schon mal angemacht. Ich habe da auch, glaube ich, was gesehen. Ja, da ist auf jeden Fall ein Gegner, oder? Ja, würde ich sagen. Da ist ein Kollege. Jo. Der steht noch eine Etage tiefer irgendwie. Krieg ich schon mal ein paar Pfeile ab. Ich würde vielleicht jetzt wechseln, obwohl... Doch, da kommt er. Ah, das ist wieder so ein... Das ist wie der, den ich vorhin mit dem Bogen da geholt habe. Das geht noch. Du hast nur keine Ausdauer mehr, nur so als Info, ne? Ja, ich weiß. Oha, Junge. Sei mal nicht so aggro, sonst hau ich dir einen mit Schwert, Junge. Sonst hau ich dir einen mit Schwert. So. Da vorne habe ich was gesehen, was mir so gar nicht gefällt. Wieso, was hast du denn gesehen? Nebelwand, die ist weg. Ja, der war vorhin auch schon mal. Dann ist da das Ende. Dann ist da Fine. Der war, stand nämlich vorhin auch vor einer Nebelwand. Bei mir hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt. Siehst du, sag ich ja. Super. Da war kein so ein Havel-Wichser. Nee. Der war gerade der uns ja so rumgekloppt hat. Ja. Weil er so eine fiese Waffe hat. Trotzdem hat das ganz gut geklappt. Ja. Zum ersten Versuch. Ja. So. Ha. War doch gut. Ist doch in Ordnung. So, jetzt müssen wir... Dahin, wo wir vorhin schon mal waren. Genau. Aber da gehen wir dann schon mal in die Richtung. Ja. Oder reisen schon mal in die Richtung. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir am Leuchtfeuer in der... Ach, wie hieß denn das Gebiet? Das ist da im Gebiet. In der Schwarze Schlucht, ja. So heißt sie. In der Schwarzen Schlucht wieder. Okay, bist du sicher? Ja, das Gebiet nach dem Loch. Das genau, wir sehen uns auf jeden Fall bei Punkt Nummer 3 wieder, wenn das wieder heißt Dark Souls 2 von Liquid Let's Plays. Und wir machen den Dark Covenant. Richtig. Den bisher, glaube ich, wenige zumindest gemacht haben. Ich weiß es nicht. Also von Let's Playern, ich habe so noch keinen gesehen. Ich habe es noch nicht gesucht. Den ich geguckt habe, die haben es auf jeden Fall nicht gemacht. Siehst du? Gut. Ali hopp, bis dann. Bis morgen. Ciao. Bis morgen. Ciao.